Liebe Kinder, ich grüße euch ganz herzlich mit euren Familien an diesem Sonntag des guten Hirten. Ja, Jesus ist der gute Hirt. Er vergleicht sich mit einem Hirten. Ihr habt schon mal gesehen oder vielleicht gehört von den Hirten. Die kümmern sich um die Schafe, sie führen die Schafe auf die Weide. Wenn irgendwie ein Schaf verletzt ist, dann auch sorgen sie sich um die Schafe. Und es ist interessant, die Schafe folgen dem Hirten. Und eigentlich, es ist nicht so wichtig, dass sie ihn sehen oder erkennen, sie hören auf seine Stimme. Die Schafe erkennen die Stimme des Hirten. Und das ist auch wichtig bei dem Vergleich Jesu, denn wir gläubige Menschen, wir sind auch ja wie Schafe und wir sollen auf die Stimme Jesu hören. Wir müssen ihn nicht sehen. Das Wichtigste ist heute, dass wir auf seine Stimme hören. Und die Stimme Jesu hören wir im Evangelium oder wenn das Evangelium gelesen wird oder wenn wir selber das Wort Jesu hören. So versuchen wir immer auf Jesus zu hören und dass wir das Gute tun, das was uns Jesus sagt. Wir Priester oder Patres, wir sind auch im gewissen Sinne so Hirten, wir sorgen uns um die gläubigen Menschen. Und es ist in unserem Leben wichtig, dass wir auch gutes Vorbild sind, dass wir gutes Beispiel geben. Und auch wenn man sich bemüht, brauchen wir euer Gebet und betet für mich, für uns Patres, für uns Seelsorger, dass wir gute Hirten sind, dass wir ein gutes Beispiel geben. Und jetzt singe ich mit euch das Lied "Mit Jesus ist es spannend". Mit Jesus ist es spannend, mit Jesus ist es toll, mit Jesus ist es spitze, mit ihm ist wundervoll. Drum will ich ihn anbeten, drum lobe ich ihn gern. Ich lobe meinen Hirten und meinen guten Herrn. Ganz egal, wie ich mich fühle, er liebt mich, wie ich bin. Er tröstet und er stärkt mich, gibt meinem Leben Sinn. Und darum lieb ich ihn. Ihm sing ich meine Lieder, ich sag ich, wie's mir geht. Er hilft mir. Egal wie es um mich steht, drum will ich zu ihm singen, ihm loben Tag für Tag. Darum will ich ihn preisen, weil er mich so sehr mag. Ganz egal wie ich mich fühle, er liebt mich wie ich bin. Er tröstet und er stärkt mich, gibt meinem Leben Sinn. Und darum lieb ich ihn. Ich wünsche euch einen schönen, gesegneten Sonntag und eine gute Woche.